Mein Name ist Georg Roth und normalerweise setze ich mich als Vertreter des Deutschen Hanfverbands für die Legalisierung von Cannabis ein. Heute möchte ich aber als Mitglied des Schildower Kreises erklären, warum ich das Verbot von Drogen insgesamt für gescheitert halte. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Rausch. Seit Beginn der Aufzeichnungen ist klar, die Menschen konsumieren psychoaktive Substanzen, seien es vergorene Früchte, Alkohol, also Pilze und diverse andere Substanzen. Und auch heute ist es so, dass praktisch jeder erwachsene Mensch irgendwelche psychoaktiven Substanzen, Drogen zu sich nimmt, sei es in vielen Fällen Kaffee oder Alkohol, Tabak, aber eben auch viele andere Substanzen. Das Verbot von Drogen ist noch nicht so alt, ist also ein relativ kurzes Experiment in der Geschichte der Menschheit. Vor einigen hundert Jahren war sogar auch schon mal Kaffee verboten, Tabak war schon mal verboten. Das ist relativ schnell wieder eingestampft worden, hat nicht viel gebracht, hat vor allem wirtschaftliche Hintergründe gehabt, die sich dann schnell wieder erledigt haben. Die Alkoholprohibition in den USA, da war es ähnlich. Ein paar Jahre lang war Alkohol verboten und kurze Zeit später hat man gemerkt, das hat so negative Auswirkungen und Konsequenzen, dass man es gleich wieder gelassen hat. Das systematische Verbot vieler Drogen, wie es seit jetzt noch nicht mal 100 Jahren besteht, ist also ein kleiner Abschnitt in der langen Geschichte der Menschheit. Man hat es jetzt also mal probiert. Wenn ich jetzt hier also für Legalisierung von Drogen werbe, ist nicht das eigentlich das ungewöhnliche, neuartige Konzept, sondern es ist einfach mal an der Zeit, dass wir die Drogenprohibition, wie sie jetzt die letzten Jahrzehnte bestanden hat, auf den Prüfstand stellen und uns ansehen, was hat sie gebracht und welche negativen Konsequenzen hat sie vielleicht auch mit sich gebracht. Um das zu verdeutlichen, habe ich mal was vorbereitet, um anhand einer Waage zu zeigen, welche positiven und welche negativen Seiten dieses Verbot hat. Stellen wir uns also vor, das hier ist eine Waage. Ich habe leider keine richtige Waage zur Hand gerade. Ich hätte gerne einen Milchkaffee. Ja, bitte. Ich auch. Und die Kaffeebohnen benutze ich mal als die Argumente für die positive Seite des Drogenverbots und für die negative Seite des Drogenverbots. Heutzutage wird das Drogenverbot vor allen Dingen damit begründet, dass man die Bevölkerung schützen will vor gefährlichen Substanzen, die natürlich für viele Konsumenten auch Schäden hervorrufen können. Damals hat die Einführung der Drogenverbote eher wirtschaftliche Gründe gehabt, aber heute wird eben so argumentiert, obwohl es eigentlich keine medizinische Begründung für diese Einteilung in legal und illegal gibt. Der Vergleich zwischen Alkohol und Cannabis macht das sehr deutlich, das ist medizinisch nicht nachvollziehbar. Aber gut, heutzutage wird argumentiert, wir schützen die Bevölkerung mit den Drogenverboten. Das heißt, das Ziel der Drogenverbote ist, den Konsum der Bevölkerung zurückzudrängen. Das heißt, die Nachfrage zu reduzieren durch die Strafandrohung und auch das Angebot zu reduzieren durch die Strafandrohung gegen die Händler. Nun ist es aber so, dass überhaupt nicht nachvollziehbar, keine nachvollziehbaren Ergebnisse sichtbar sind. Es gibt keine Studien, die sagen, dass es einen relevanten Zusammenhang gibt zwischen der Repression, dem Verbot von Drogen und dem Konsum in der Bevölkerung. Bei Cannabis wird das ganz besonders deutlich. Zum Beispiel in Holland kann jeder Konsument einfach in einen Coffeeshop reingehen, in einen Laden, sich Cannabis besorgen und konsumieren. Ist gar kein Problem. Und in Holland wird nicht mehr konsumiert als in Deutschland. Eins von vielen Beispielen, auch Studien gibt es dazu, die speziell bei Cannabis sagen, es gibt da keinen Zusammenhang, der Konsum der Bevölkerung wird nicht reduziert dadurch. Und auch beim Angebot sieht es ähnlich aus, an Cannabis ranzukommen. Für die, die das wollen, ist überhaupt kein Problem. Praktisch jeder kennt Cannabiskonsumenten. Es gibt immerhin fast 13 Millionen Menschen in Deutschland, die schon mal Cannabis konsumiert haben. Also das ist gar kein Thema. Bei anderen Drogen mag das noch ein bisschen anders aussehen. Vor allen Dingen, was die Angebotsseite angeht. An Heroin kommt nicht jeder sofort ran. Also eine kleine Hemmschwelle bei manchen Substanzen und eine kleine Angebotsreduzierung kann man wohl dem Drogenverbot zugutehalten. Allerdings nur sehr eingeschränkt. Wie gesagt, am Beispiel Cannabis funktioniert es überhaupt nicht. Da ist keine relevante Wirkung nachvollziehbar. Deswegen nehme ich dafür mal eine halbe Kaffeebohne.
weil gleichzeitig ja auch das Verbot mit dem Reiz des Verbotenen viele, gerade Jugendliche, die sich gegen die Elterngeneration abgrenzen wollen, gerade zum Konsum anreizt. Also die Reduzierung von Angebot und Nachfrage funktioniert nur sehr rudimentär, kriegt eine halbe Kaffeebohne und der Reiz des Verbotenen auf der negativen Seite bekommt die andere Hälfte. Damit ist im Prinzip das Plus schon erledigt, denn das ist das einzige Ziel des Drogenverbots. Andere Ziele gibt es eigentlich nicht, jedenfalls nicht offiziell, wenn man nicht irgendwelche wirtschaftlichen Hintergründe mal unterstellt. Kommen wir also zur negativen Seite. Das Drogenverbot hat nämlich jede Menge negative Begleiterscheinungen, die so auch niemand abstreitet, das ist vollkommen klar. Und das ist in erster Linie natürlich die Verfolgung der Konsumenten zu nennen. Wir haben in Deutschland jedes Jahr über 200.000 Strafverfahren, die nur im Zusammenhang mit verbotenen Drogen erstattet werden, angezeigt werden. Die meisten davon im Zusammenhang mit Cannabis und vor allen Dingen die meisten davon gegen einfache Konsumenten und nicht gegen Händler. Aber insgesamt werden halt sehr viele Menschen deswegen verfolgt, ins Gefängnis geworfen, mit einem Strafverfahren, Strafen, Geldstrafen überzogen. Das ist eine Diskriminierung von Menschen, die so natürlich nicht gewünscht ist. Kann ich? Hm, jawohl. Das passt gut in den Film. Vielen Dank. Also ich trinke mal eine meiner Lieblingsdrogen dazu. Ich bin Koffeiniker. Also wir verfolgen Konsumenten, sehr viele Strafverfahren. Ein großer Teil der Bevölkerung muss ständig mit Strafverfolgung rechnen. Und das für eine Maßnahme, für die überhaupt keine Wirkung nachvollziehbar belegt ist. Dazu kommt für die Konsumenten der Nachteil, dass der Stoff, der auf der Straße zu bekommen ist, eine sehr schlechte Qualität hat. Und das zieht sich im Prinzip durch alle illegalen Drogen durch. Das ist bei Heroinkonsumenten zum Beispiel besonders gefährlich, weil dadurch auch der Wirkstoffgehalt schwankt und dadurch es zu unbeabsichtigten Überdosierungen und Todesfällen kommen kann. Und dadurch, dass Heroin manchmal auch intravenös konsumiert wird, mit der Spritze, sind auch Streckmittel, die auf dem Markt unterwegs sind, besonders gefährlich in dem Fall. Es gibt also viele Tote, die eigentlich Repressionstote sind und keine Drogentoten, weil Heroin an sich unter legalen und sauberen Bedingungen konsumiert normalerweise niemand tötet, wenn er sich nicht absichtlich überdosiert. Aber auch bei allen anderen Drogen ist das ein Problem. Auch bei Cannabis zunehmend, also ein großer Teil des Marihuana-Marktes ist mittlerweile verseucht mit allen möglichen Streckmitteln. Und auch da kann man davon ausgehen, dass das mehr Krankheitsfälle verursacht, insbesondere Atemwegsprobleme, als dass der Konsum von Cannabis an sich jemals könnte. Dazu kommt noch, gerade nicht bei allen Drogen, bei Cannabis nicht so sehr, aber die hohen Preise, die teilweise zumindest durch die Repression verursacht werden. Heroin ist wesentlich teurer auf dem Schwarzmarkt, als das in einer Apotheke zum Beispiel der Fall wäre, wenn man das unter legalen Bedingungen produzieren würde und über irgendeinen Weg legal an die Konsumenten abgeben würde, dann wäre das wesentlich preiswerter und damit könnten die Konsumenten sich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ich spreche jetzt mal insbesondere von einem Teil der Konsumenten, die in der Öffentlichkeit eben auch sichtbar werden, die nicht genug Einkommen haben, um sich eben auch diese hohen Preise zu leisten. Für die dreht sich dann der ganze Alltag oft um den Konsum, um das Beschaffen von Geld für den Konsum, um das Beschaffen des Stoffs an sich. Und dadurch werden dann andere Dinge vernachlässigt, wie eine vernünftige Ernährung, vernünftige Wohnung und soziale Kontakte und so weiter, was alles sich entspannen würde, wenn man einfach über andere Zugänge den Leuten diese Substanzen zukommen lassen könnte. Was auch noch gerade für dieses Klientel interessant ist oder schädlich ist, dass die Versorgungslage schwankt. Nicht immer ist sofort zum Beispiel Heroin verfügbar. Dafür sind andere Substanzen verfügbar und preiswerter, Medikamente zum Beispiel, Schlaftabletten und andere Dinge, die dann munter durcheinander konsumiert werden.
was auch wiederum schädlich für die Gesundheit der Konsumenten ist. Also ich denke, diese Auswirkungen für die Konsumenten sind schon ein paar Kaffeebohnen wert. Da hätten wir erstmal die Kriminalisierung der Konsumenten an sich. Dafür würde ich sogar gerne mehrere Kaffeebohnen hinlegen, weil es wirklich viele Leute sehr massiv betrifft. Aber okay, wir verfolgen Menschen zum Zweck, andere oder einen Teil dieser Menschen vor Drogen zu schützen. Die Qualität, Streckstoffe und die Gefahr der Überdosierung durch die Schwarzmarktware, die überhaupt nicht kontrolliert wird, das ist auch eine Kaffeebohne wert. Und was ich gesagt habe, der hohe Aufwand, den die Konsumenten betreiben und sich dadurch weniger um ein normales Leben kümmern können, zum Teil auch zu Beschaffungskriminalität führt für die Leute. Und der Mischkonsum, der damit zusammenhängt, anderer Substanzen, die schädlicher sind, auch das ist sicherlich ein Kollateralschaden, der so nicht beabsichtigt ist durch die Drogenverbote. Nun hat das Ganze aber auch negative Konsequenzen, nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für alle, für uns alle, für die gesamte Gesellschaft. Als erstes möchte ich da nennen die Förderung von kriminellen Strukturen. Es ist ja so, dass es nicht darum geht, neue Märkte aufzumachen, ein neues Fass aufzumachen, wie immer wieder gesagt wird, sondern das sind Märkte, die existieren, Milliardenumsätze, die gemacht werden mit Drogen. Der Drogenhandel ist weltweit eine der umsatzstärksten Wirtschaftszweige überhaupt. Und die Regierung, die Politik sagt, okay, diesen Markt wollen wir nicht selber regulieren, wir überlassen den halt jetzt mal illegalen Strukturen. Die einzige Regel, die aufgestellt wird, ist, dass ab und zu mal einer der Händler rausgenommen wird und sofort wieder ersetzt wird. Man sieht es in extremen Auswirkungen, zum Beispiel im Moment sehr gut in Afghanistan, wo eben ein großer Teil der gesamten Wirtschaftsleistung durch Opium und Heroin erwirtschaftet wird und das eben nicht von legalen Geschäftsleuten, die genauso gut diese Nachfrage bedienen könnten und die Bauern vor Ort unterstützen. Nein, das geht in die Hände von zum Teil eben Terroristen oder zumindest kriminellen Banden, die wiederum die Politik beeinflussen und da ein sehr starkes Eigenleben führen. In Mexiko haben wir einen Bürgerkrieg, der direkt am Drogenhandel hängt. Jedes Jahr 10.000 Tote oder mehr. Die Polizei ist vollkommen korrupt. Der Staatspräsident hat die Polizei aus der Drogenbekämpfung abgezogen und das Militär eingesetzt. Mehrere 10.000 Soldaten, die in diesen Krieg reingegangen sind. Das ist ein einziges Gemetzel und der ganze Staat ist im Prinzip gescheitert. Und das ist im Prinzip alles eine Auswirkung der Drogenprohibition. In Deutschland ist es natürlich noch nicht so weit, aber auch hier zeigen sich Ansätze davon. Es gibt immer mehr Strukturen illegaler Kriminalität, organisierte Kriminalität. Die Polizei spricht zum Beispiel immer von diesen Rockerbanden, die vielleicht so ein Beginn sind von diesen Kartellen, die wir in Südamerika sehen. Und auch die massiven Streckmittel im Marihuana seit einigen Jahren zeigen, dass es nicht mehr die Hanffreunde, die Alt-Hippies sind, die vielleicht von Nepal Hasch nach Deutschland bringen, sondern es sind skrupellose Geschäftemacher, die auf Teufel komm raus, Gewinnmaximierung betreiben und die Kunden gefährden. Also Förderung organisierter Kriminalität ist sicherlich ein riesiger Minuspunkt in der ganzen Bilanz. Daran hängt auch die Produktion von Schwarzgeld. Ich habe gesagt, es sind Milliardenumsätze, die da gemacht werden und die werden natürlich nicht legal verbucht, sondern die landen in schwarzen Kassen und werden dann in der legalen Wirtschaft reinvestiert. Was dazu führt, dass die legale Wirtschaft verzerrt wird, Preise und Konkurrenz verzerrt wird, was sicherlich auch für die Gesamtwirtschaft negative Einflüsse hat. Also Schwarzgeld, Verzerrung der legalen Wirtschaft, eine Kaffeebohne. Dann kommt noch ein finanzielles Argument. Die Repression ist sehr teuer. Die Bundesliga argumentiert immer, dass wir eine Drogenpolitik mit vier Säulen haben, zu denen eben auch Prävention und Schadensminimierung gehören. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass das meiste Geld ausgegeben wird für Repression, für die Verfolgung der Leute mit Polizei, Staatsanwälten, Gefängnissen, Gerichten, Zoll. Da ist also ein Riesenapparat dahinter,
Das kostet Milliarden jedes Jahr in Deutschland. Und zusätzlich lassen wir uns die Steuereinnahmen entgehen, die wir bei Alkohol und Tabak ganz selbstverständlich einnehmen. Also, warum nehmen wir nicht dieses Geld und stecken das zum Beispiel in bessere Präventionsprojekte? Die Repression ist also enorm teuer für die Gesellschaft. Nun habe ich gesagt, dass sehr hohe Kosten entstehen durch die Repression, durch die Prohibition für Polizei, Justiz und Staatsanwälte. Das bedeutet aber auch, dass das ganze Justizsystem stark überlastet wird davon. Ein großer Teil der Gefängnisinsassen in Deutschland ist nur da, weil sie mit Drogen zu tun hatten, die nun mal verboten worden sind. Und es wäre nicht nötig, wenn es legale Strukturen gäbe. Sehr viele Arbeitsstunden bei der Polizei gehen dabei drauf, Anzeigen gegen zum Beispiel Cannabiskonsumenten zu schreiben. Viele Richter sind damit befasst, viele Staatsanwälte sind damit befasst. Man muss sich das überlegen, auf der Zunge zergehen lassen, 200.000 Strafverfahren mehr jedes Jahr. Soll man doch lieber diese Kapazitäten freischaufeln und andere Kriminalitätsbereiche damit bekämpfen, für die im Moment nicht genug Kapazitäten da ist? Sei es nun Gewaltverbrechen, sei es Wirtschaftsverbrechen, wo ganz viel unaufgedeckt und unaufgeklärt bleibt, weil eben die Polizisten damit beschäftigt sind, hinter Kiffern herzurennen, muss man sozusagen. Also Überlastung des Justizapparats und der Polizei. Negativer Aspekt der Prohibition ist, dass wir bei der Prävention Probleme kriegen durch die Verbote. Wir kommen wesentlich schlechter an die Menschen ran, die Probleme mit Drogen haben, sei es jetzt die illegale Szene, die sich natürlich verschließt vor zum Beispiel Sozialarbeitern, Hilfestellungen, Einrichtungen und so, wo man den Leuten wirklich besser helfen könnte, wenn man sie nicht kriminalisieren würde und ihnen eher die Hand reichen würde. Außerdem führt dieses ganze Verbot zu einer Tabuisierung der verbotenen Substanzen, sodass darüber nicht vernünftig geredet werden kann. Letztendlich muss es ja darum gehen, dass die Gesellschaft möglichst lernt, vernünftig mit Drogen umzugehen. Das wird nicht allen gelingen, aber möglichst viele sollten es hinbekommen, mit ihrer Droge, sei es nun Alkohol, Tabak, Cannabis oder sonst was, in einem Rahmen umzugehen, dass wenig Probleme dabei entstehen. Dafür muss man darüber reden. Und es ist im Prinzip unmöglich, über zum Beispiel den Konsum von Cannabis und anderen Drogen wirklich zum Beispiel in der Schule vernünftig zu reden. Bei Alkohol ist das weniger problematisch. Aber schon im Elternhaus oder in der Familie ist manchmal schwierig oder meistens wahrscheinlich schwierig, über den Konsum von Cannabis zu reden und sich vielleicht mal die Drogen-Alkohol-Erfahrungen der Eltern von früher anzuhören und mal zu sagen, wie es vielleicht mit dem eigenen Cannabiskonsum ist. Eine Tabuisierung, die schädlich ist für das Erlernen einer vernünftigen Einstellung dem Thema gegenüber. Also durch die Prohibition wird die Prävention gestört, die Leute sind schlechter erreichbar und eine Diskussion über den Umgang mit Drogen, über den eigenen Umgang mit Drogen wird dadurch fast unmöglich. Eine Kaffeebohne dafür. Als letzten Punkt möchte ich anführen, dass Bürgerrechte verletzt werden. Denn es läuft ja darauf raus, ich beschreibe es mal so, dass der Bundestag, in dem eine Generation das Sagen hat, die eher von Alkoholkonsum geprägt ist, dem Rest der Bevölkerung und eben auch jüngeren Generationen, die vielleicht auch gerne mal Cannabis konsumieren, vorschreibt, welche Droge sie konsumieren dürfen und welche nicht. Und das eben auch mit Gewalt praktisch durchsetzt, mit Polizeirepression. Und das führt zu einem gestörten Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Die Polizei, dein Freund und Helfer, sollte eigentlich ein sehr positives Image haben, aber bei Millionen von Drogenkonsumenten, insbesondere Cannabiskonsumenten, kehrt sich das um. Wenn die mit einem Gramm Marihuana in der Tasche über die Straße laufen, bekommen die ein blödes Gefühl, wenn ihnen ein Polizist entgegenkommt. Also das ganze Verhältnis Staat-Bürger, auch der Leute zur Demokratie, wird dadurch gestört. Und dazu kommt eben auch, dass verfassungsmäßig garantierte Rechte, Freiheitsrechte, Gleichbehandlungsrechte, Stichwort Alkohol, Cannabis, da zumindest da eingegriffen wird. Nun kann man sich fragen, ob das jetzt direkt verfassungswidrig ist oder nicht. Es gibt Leute, die das behaupten. Das Bundesverfassungsgericht hat es bis jetzt noch nicht bestätigt.
aber auf jeden Fall ist klar, da wird massiv in die Bürgerrechte und verfassungsmäßigen Rechte von den Leuten eingegriffen. Und die Frage ist, ob es das wert ist, für dieses Ziel eben, das nicht erreichte Ziel, den Konsum zu drücken. Jedenfalls die Einschränkung von Bürgerrechten gehört hier sicherlich auf die negative Seite. Schauen wir uns also mal das Ergebnis an. So sieht die Bilanz aus, wenn man das Experiment Drogenprohibition mal genau beleuchtet und abwägt, was bringt es und welche negativen Effekte hat es. Ich bin so sehr darauf eingegangen, ob die Drogenprohibition Sinn macht, weil bei jedem einzelnen Negativargument immer wieder kommt, naja, es ist zwar sehr teuer zum Beispiel, aber wir müssen das trotzdem machen, weil Drogen sind ja gefährlich und wir müssen die Bürger schützen. Egal welches negative Argument man bringt, es ist alles egal, Hauptsache wir schützen die Bürger. Deswegen möchte ich klar machen, dieser Schutz der Bürger ist nur eine halbe Kaffeebohne wert. Und auf der anderen Seite ist eine halbe Kaffeebohne, die den Konsum sogar durch den Reiz des Verbotenen steigert. Also, das Ziel der Drogenprohibition wird praktisch nicht erreicht. In jahrzehntelanger Prohibition weltweit, die wir jetzt haben, ist der Drogenkonsum immer weiter angestiegen und nicht zurückgedrängt worden, was eigentlich der Sinn der Sache war. Und gleichzeitig haben wir eine Menge Kollateralschäden, negative Begleiterscheinungen, die niemand in Abrede stellt, die im Prinzip jeder zugibt. Also komme ich doch ganz klar zum Ergebnis, wir sollten uns was anderes überlegen. Das Ganze ist gescheitert und wir müssen uns Wege ausdenken, wie wir da wieder rauskommen, wie wir legale Abgabemöglichkeiten finden für Drogen, die die Leute nun mal nehmen und nehmen wollen und das auch jetzt tun. Wir könnten ja mal anfangen mit einer ganz kleinen Geschichte. Wir werden natürlich jetzt nicht sofort alle Drogen legalisieren, das ist wohl kaum durchsetzbar. Aber machen wir doch zum Beispiel mal ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe. Schleswig-Holstein hat das sogar schon mal beantragt Ende der 90er Jahre. Beim Heroin-Modellprojekt ist es ja ähnlich, das haben wir gerade gemacht. Kleine abgegrenzte Modellprojekte zur Abgabe und genau untersuchen, wie das wirkt, welche Auswirkungen hat das, positiv, negativ. Und ich denke, wir werden dann feststellen, es wird nichts schlechter dadurch und vieles wird besser, viele Probleme werden sich erledigen dadurch. Allerdings muss ich auch sagen, natürlich ist die Legalisierung kein Instrument, das sämtliche Drogenprobleme löst. Das will sie auch nicht sein. Wir müssen uns weitere Dinge überlegen, wie wir es schaffen, möglichst wenig Abhängige, möglichst wenig Tote zu haben, möglichst wenig gesundheitliche und soziale negative Auswirkungen durch Drogenkonsum. Das schaffen wir durch mehr Prävention, das schaffen wir durch mehr Substanzkunde, ganz einfach auch in der Schule. Welche Risiken liegen bei welcher Droge vor? Auch das ist in der Prohibition, wie wir sie jetzt haben, kaum möglich. Also fangen wir doch mal an, überlegen uns konkret, wie machen wir das anders, damit wir diesen ganzen Unsinn endlich loswerden.